Sie hat etwas ausgesprochen Menschliches mit ihrem langen Hals und den großen Augen. Fast jeder kennt sie. Die Gottesanbeterin, obwohl die mediterrane Art bei uns gar nicht heimisch ist oder vielmehr war, denn mittlerweile lebt sie auch in Deutschland. Der Klimawandel macht es möglich. Seit 30 Jahren breitet sich die große Fangschrecke nach Norden aus. Und besiedelt mittlerweile auch schon einige Gärten. Ihr Jahr beginnt im Mai. Dann schlüpfen aus den Eipaketen, die die Weibchen im letzten Jahr gelegt haben, winzige Nymphen. Die sind so klein, dass wir sie auf dem Buddha-Kopf kaum sehen können. Winzige Miniaturausgaben, die ausgesprochen wachsam sind. Selbst eine Wespe könnte ihnen gefährlich werden. Ihre Rettung ist der Unterwuchs. Zwischen Gras und Laub jagen sie Blattläuse und Springschwänze. Artgenossen gehen sie möglichst aus dem Weg, denn Gottesanbeterinnen sehen sich gegenseitig als Beute. Fünf bis acht Mal häuten sich die Tiere und werden dabei immer größer. Im Juli sind sie etwa 4 Zentimeter groß. Jetzt lauern sie schon weiter oben in der Vegetation, nämlich direkt unter den Kardenköpfen. Trotzdem sind sie kaum zu sehen. Ihr Körper hat genau die Farbe der Vegetation. Entdecken können wir sie meist nur, wenn sie sich bewegen. Nur selten sitzt der Lauerjäger so exponiert auf einer Blüte. Im September sind die Gottesanbeterinnen geschlechtsreif. Der geschwollene Hinterleib des Weibchens steckt voller Eier und sie trägt jetzt kräftige Flügel. Das Männchen, hier rechts, ist viel zierlicher und muss aufpassen, vom ewig hungrigen Weibchen, hier links, nicht nach der Paarung gefressen zu werden. Das nämlich ist sein Schicksal. Wenn es nicht rechtzeitig die Flucht ergreift. Das Weibchen legt jetzt die Eipakete fürs nächste Jahr. Etwa 200 Eier passen in so ein Paket, das aussieht und sich anfühlt wie Bauschaum. In ihm entwickelt sich die Generation fürs nächste Jahr. Und der Gottesanbeterin bleibt noch eine Gnadenfrist, bis auch ihr Jahr mit dem ersten Frost zu Ende geht.